Hallo zusammen, hier ist wieder euch und schon wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen kleinen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Ehrt unsere Ahnen. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Er bietet folgenden Geistern der Vorfahren auf den Ebenen von Onara Opfergaben an, während ihr unter dem Einfluss von Essenz des Erwachens steht. Ja, wo kriegen wir jetzt die Essenz des Erwachens her? Ich befinde mich einmal hier schon in der Ebene von Onara und zwar ganz hier oben bei dem Außenposten auf den Koordinaten 85, 21 haben wir einmal so ein kleines Hütchen. Das befindet sich gerade hinter mir, ihr seht. Hier ein bisschen außerhalb vom Lager stehe ich und hier haben wir dementsprechend die Essenz drin liegen. Das ist einfach so ein lila, so ein lila Staub, der da rumliegt und wenn wir den anklicken, kriegen wir hier den Buff. Wenn ihr jetzt wie ich Handy Notes drauf habt, habt ihr den Vorteil, dass ihr sowohl den Staub natürlich hier seht und sobald ihr das angeklickt habt, seht ihr auch die ganzen Spots. Dann müsst ihr nicht bei WoW Head die Koordinaten raussuchen. Wenn ihr Handy Notes nicht habt, ich werde euch WoW Head unten verlinken, da sind dann einmal die Koordinaten auch mit dabei. Wir werden die jetzt einmal abfliegen. Und ja, bevor wir das aber machen, wir müssen denen auch was geben, sonst können wir die leider nicht ehren. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, und zwar alle Items, die wir dazu brauchen. Ich werde euch die jetzt mal zeigen. Also, als erstes haben wir dreifach gewürzte Mammut-Kebab. Das ist, was ein Koch herstellen kann. Seht ihr, kostet immer H1 Gold. Dann habe ich hier Stiefelbrise des Ebenläufers. Das ist einfach ein VZ. Könnt ihr auch immer H kaufen. Also, alle diese Items könnt ihr immer H kaufen. Kosten tatsächlich alle nicht sonderlich viel, kann ein VZ herstellen. Ich habe gelesen, man kann auch Rang 1 benutzen. Ich habe jetzt hier einfach den Rang 2 gekauft, aber das soll anscheinend wurscht sein. Dann Horn voll Met habe ich auch im Auktionshaus gekauft, kostet wenige Gold. Dann außergewöhnliches Fell, ebenfalls Auktionshaus. Dann Brüffelch Schmorbraten, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, kann Koch herstellen, gibt es auch für wenige Gold im Aha. Dann Elementarpartikel. Dann haben wir hier ein Schwert und zwar feuergesenktes Großschwert und das dahinter dann das Hitzeschocks oder wie die auch immer heißen, ne, das gibt es dann in verschiedenen Varianten, das kann ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Da ist es anscheinend egal, welches ihr kauft, quasi nur der Anfang muss passen. Moment, machen wir das mal weg. Seht ihr, die haben dann verschiedene Endungen, der Schnelligkeit, Aurora und so weiter. Ne? Also ihr müsst halt eins von denen euch besorgen, im Optimalfall kauft euch das günstigste. Dann haben wir Krumrinde, da brauchen wir 5 Stück und dann brauchen wir noch die Drums, also Wildbalk-Trommeln, da braucht man ein Stück. Von allen braucht man 1, bis auf die Krumrinde braucht man 5 und von diesen Braten braucht man 2 Stück. Genau, sobald wir die alle haben, können wir eigentlich lostigern und die Dinger einmal abgeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob das wirklich klappt hier mit den Stiefeln. Es hieß zwar, man braucht quasi Rang 3, aber ich habe in den Kommentaren in WoW Head nachgelesen, manche meinen, es geht auch mit Rang 1 und 2. Wir werden sehen. Gut, jetzt können wir gleich das erste hier abgeben. Es ist mich schon ein bisschen zu weit geflogen. Und zwar hier in dem Lager direkt drin, seht ihr, da haben wir das erste Ding, etwa auf den Koordinaten 84, 23. Und dort haben wir dann den ersten Geist. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir ihn? Sodala, ich habe gerade 2 Sachen rausgefunden und zwar das erste ist, dass der Geist hier einmal im kompletten Lager rumläuft. Also ihr könnt wenn dann hier warten und schauen, bis er quasi vorbeikommt oder ihr lauft ein bisschen rum und findet ihn einmal. Der schimpft sich hier Mukwur Schnellschuss und bei dem können wir dementsprechend einmal hier die Stiefel abgeben, beziehungsweise Stiefelverzauberung, die wir uns geholt haben. Ihr seht schon, er sagt jetzt fehlende Reagenz hier. Ich habe mir jetzt Rang 2, hatte ich hier ursprünglich. Ich habe mir jetzt Rang 3 gekauft, die nimmt er auch nicht. Und jetzt habe ich auch noch mir Rang 1 gekauft. Mal gucken, ob er Rang 1 nimmt. Ah, seht ihr, er nimmt nur Rang 1, nicht Rang 2 und 3. Also da sind die Kommentare auf WoW Head schon mal falsch. Ihr solltet auf jeden Fall Rang 1 euch holen. Ne? Gut, dann können wir gleich weiter zum nächsten. Ich zeige vielleicht auch noch mal kurz auf der Map. Also hier einfach im Lager drin. Und da läuft der Geist im großen, in größeren Kreisen, sagen wir mal, rum. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt hier auf den Koordinaten 75, 42 in etwa. Und dort können wir bei dem Dude hier oben bei dem Horn das nächste Teil abgeben. Und zwar will er, naja, passt zum Horn, das Horn voller Met. Und damit sind wir mit dem zweiten durch. Ich
Zeig's nochmal auf der Map. Also hier bei dem Lager oben. Dann sind wir beim dritten. Und zwar sind wir jetzt einmal ein paar Meter weiter geflogen. Hier auf die Koordinaten 84, 48. Und dort läuft der nächste Geist rum. Anscheinend läuft der hier mal ein bisschen auf und ab. Und da können wir ihn einmal anquatschen. Und was will der? Der will einmal unsere Trommeln haben. Die geben ab und dann haben wir jetzt drei Stück. Den nächsten Geist finden wir hier auf so einem Pfad. Und zwar bin ich jetzt bei den Koordinaten 73, 55. Und hier läuft er so ein bisschen diesen Pfad entlang. Und dann gucken wir mal, was der haben will. Und zwar, der will das außergewöhnliche Felleimer haben. Und damit haben wir jetzt den vierten. Zeig's nochmal auf der Map. Also ich habe ihn jetzt hier gefunden, wo er hier so lang läuft. Kann natürlich sein, dass er noch eine weitere Strecke läuft, aber wenn er hier bei der Kreuzung bleibt, dann sollte er auf jeden Fall vorbeikommen. Den nächsten habe ich jetzt hier auf den Koordinaten 74, 69. Und ja, dort läuft der Dude hier so ein bisschen im Kreis, wie ich es gesehen habe. Also keine sonderlich großen Pfade. Wenn wir den anquatschen, ja. Was will der haben? Die erweckte Luft, ja, passt natürlich dazu, zu dem Gebiet hier. Ich zeig's euch nochmal auf der Map. Also hier unten ist der quasi dran. Den nächsten Geist haben wir dann hier bei den Koordinaten 54, 78. Und zwar läuft der hier ein bisschen in dem Lager rum. Und ja, hier habe ich ihn vor mir. Einmal hier von da unten kommt der einmal hochgelaufen. Und jetzt schauen wir mal, was der haben möchte. Den Elementarpartikel will der einmal haben. Und dann sind wir jetzt mit dem nächsten durch. Jetzt sind es nur noch vier Stück. Also ist eigentlich eine relativ schnelle Sache, das Ganze. Also hier unten bei dem Lager. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt hier bei den Koordinaten 32, 71. Und ja, hier rennt auf jeden Fall ein Geist relativ wild rum. Jetzt ist er da hinten gerade zum Stoppen gekommen. Ah, seht ihr? Der rennt da immer ein bisschen hin und her. Und wenn wir den anquatschen, dann braucht der 5 Grumrinden. Und die haben jetzt auch geklappt. Jetzt schauen wir mal. Ich hatte die Rang 2 und Rang 1 dabei. Er hat die Rang 2 jetzt genommen. Keine Ahnung, ob er auch die Rang 1 genommen hätte. Auf Overhead stand, er nimmt alle Ränge. Aber gut, auf jeden Fall ging Rang 2 schon mal weg an der Stelle. Nochmal auf der Map. Also hier unten, etwa bei den Koordinaten 33... 70 rennt er so ein bisschen hin und her vor diesen Gebäuden. Den nächsten haben wir nur ein paar Meter weiter. Und zwar sind wir jetzt hier unten in dem Lager auf den Koordinaten 41, 56. Und dort haben wir einen, der sogar ja so ein bisschen rot markiert ist. Also dass er feindlich wäre. Er greift uns aber nicht an. Und der will einmal dieses Großschwert haben. Und das können wir ihm jetzt geben. Und ihr habt gesehen, es war jetzt wurscht, was das hinten noch für Namen dran hatte. Er braucht bloß halt eins von diesen Schwertern. Übrigens war es der Fall, dass man am Anfang der Expansion anscheinend ein Epic-Schwert abgeben musste, was dementsprechend auch so einen Funken gekostet hat. Das wurde aber nachträglich nochmal geändert. Und dementsprechend, wenn ihr das jetzt quasi erledigt, das Achievement, habt ihr euch da einiges gespart, weil die Funken sind ja sehr limitiert. Gut, dann würde ich sagen, flitzen wir jetzt rüber zum letzten Ding. Und was haben wir jetzt noch über? Ich glaube hier den Braten, den ich nicht aussprechen kann. Und da müsste der Geist jetzt irgendwo hier drin sein. Jetzt suchen wir den nochmal. Oder oben, schauen wir mal. Ihr müsst übrigens, soweit ich das weiß, Ruhm 7 sein, um das Ganze abschließen zu können, sonst soll das anscheinend nicht gehen. So, jetzt tue ich mir hier gerade ein bisschen schwierig, den Geist zu finden. Tja, wo ist der? Ah, seht ihr, der läuft hier von oben nach unten. Okay, also ich habe ihn hier auf der Treppe abgepasst. Dem geben wir jetzt den Kebab. Und damit sind wir einmal tutti completi durch. So, dann sind wir jetzt wirklich beim letzten. Und zwar hatte ich den nicht gesehen, weil der unter der World Quest hier drin ist. Seht ihr? Wenn man da drüber geht, dann sieht man es aber. Und ja, jetzt sind wir hier bei der World Quest auf den Koordinaten 63, 56. Und dort ist dann dieser Hund. Und der frisst dann den Braten, weil ich mich schon gewundert habe, warum ich da noch was über habe. Gut, damit sind wir tatsächlich tutti completi durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Achievement Guide wieder. Hat mich gefreut, euer Tila. Bis dann. Ciao.